Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Hallo und schönen guten Abend. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportshow. Natürlich mit der Meldung des Tages von der Frankfurter Eintracht. Doch das ist nicht das einzige Thema heute bei uns. Schluss zum Saisonende. Trainer Armin Fee will bei der Eintracht aufhören. Weiter nach Saisonende. Gießen 46ers trotz Zitterpartie auf Playoff-Kurs. Weiter nach Saisonende Teil 2. Gießens Coach Dennis Wucherer über die Zukunft der 46ers. Es war schon in der vergangenen Saison ein langes Hin und Her. Bleibt er oder bleibt er nicht? Noch ein weiteres Jahr Trainer bei der Frankfurter Eintracht. Die Rede ist von Armin Fee. Jetzt wurde Klartext gesprochen, was die kommende Saison angeht. Trainer Armin Fee wird am Ende dieser Saison die Frankfurter Eintracht verlassen. Die Spieler wussten es wohl, aber auch erst seit den frühen Morgenstunden. Trainer Armin Fee dagegen wusste es schon länger und auch der Rest des Eintracht-Vorstandes. Bereits im Trainingslager im Januar in Abu Dhabi teilte der Trainer mit, dass er die Eintracht am Ende der Saison verlassen wird. Was das dann für Gründe hat, das möchte ich jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Für mich ist wichtig, dass wir das Ziel schaffen. Ich sage, wenn meine Mannschaft dieses Jahr es schafft, aufgrund dieser Saison, die wir hatten bis jetzt, mit dieser Belastung, mit vielen Verletzten, mit 7 Spielen der Vorrunde, wo wir in den letzten 5 Minuten verloren haben oder unentschieden gespielt haben. Und wir schaffen es, 3 Mannschaften hinter uns zu lassen, hat die Mannschaft Großes geleistet. Und daran arbeite ich mit meiner Truppe, die ich für charakterlich einfach für absolut intakt halte. Und das ist mein Ziel. So ganz wollte er mit der Begründung nicht raus. Auch wenn es ihm schwer gefallen ist, ein wenig ließ er doch durchblicken. Aber ich, ja, was, wissen Sie, ich schüttel, ja, nee, nicht immer gern so dem gegnerischen Trainer die Hand, weil ich das Spiel verloren habe. Und eins ist doch klar, die machen alles hier, sie versuchen alles hier auch, die Eintracht eben zu etablieren in der Liga. Und da kann ich niemand irgendwo einen Vorwurf machen, im Gegenteil. Der Trainer, der hierher kommt, kann sich mit Sicherheit glücklich schätzen, da mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Das gibt es auch nicht so oft bei jedem Club. Aber es sind einfach auch Grenzen da, die muss man ganz klar sehen. Und das sind aber dann nicht unbedingt meine Ziele. Jetzt habe ich doch was gesagt, ja. Ja, super. So sind es wohl die Perspektiven, die langfristig fehlen. Der Mannschaft hat er seine Entscheidung am Morgen mitgeteilt. Ja, es ist nichts Weltbewegendes, es ist ja niemand gestorben. Also, es ist halt immer eine schwierige Situation, weil wir im Abschiedskampf stecken. Aber natürlich habe ich den Großteil der Mannschaft informiert, der passende weg, mein Kapitän ist weg. Ich bin jetzt auch überrascht worden von dem heute Vormittag. Von daher kommt mit meinem Kabinett und entsprechend, das hätte ich ganz gern vorher gemacht. Aber mit dem Großteil habe ich gesprochen. Einige sind in Jubelstürme ausgebrochen und ein paar waren traurig. Nee, ist schon okay. Für die Eintracht heißt es jetzt einen neuen Trainer finden, denn erst mit ihm kann die Kaderplanung beginnen. Ich sage auch immer, was Eintracht Frankfurt machen muss, muss eine eigene Philosophie haben und eine eigene Philosophie entwickeln, wie Spieler aussehen kann und da ein Stück weit auch den Trainer danach ausrichten. Also ist ja klar, nach einem Armin Fee einen Trainer zu finden, ist nicht einfach und deswegen brauchst du eine gewisse Philosophie und die müsste und sollte auch ein Stück weit unabhängig vom Trainer sein. Und genau diese Eintracht-Philosophie hat Trainer Armin Fee den Frankfurtern eingehaucht. Eintracht Frankfurt jetzt die letzten Jahre für erfrischenden Offensivfußball gestanden hat und wir wollen schon ein Stück weit diese Philosophie wieder aufleben lassen mit dem neuen Trainer. Ich meine, wir haben ja auch dementsprechend die Spieler ausgewählt, also, aber alles andere entwickelt sich natürlich in den Gesprächen. Somit sollen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden. Allerdings, so bekräftigt Bruno Hübner, sei bisher mit keinem möglichen Nachfolger gesprochen worden.
Wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich mit folgendem Thema wieder für Sie zurück. Weiter nach Saisonende. Gießen 46ers trotz Zitterpartie auf Playoff-Kurs. Weiter nach Saisonende Teil 2. Gießens Coach Dennis Wucherer über die Zukunft der 46ers. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Die Sportshow wird Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Basketball. Genauer gesagt mit den Gießen 46ers abgestiegen im letzten Jahr in Pro A. Und für dieses Jahr gab es auch einen neuen Trainer, der ehemalige Nationalspieler Dennis Wucherer. Und der ist jetzt auch bei mir. Hallo und herzlich willkommen. Es ist deine erste Station als Cheftrainer. Wie ist es denn, Cheftrainer zu sein, und wie ist es auch in Gießen? Ja, Cheftrainer ist genau mein Ding. Ich konnte schon mal ein bisschen Cheftrainer-Luft schnuppern mit der U20-Nationalmannschaft und auch der A2-Nationalmannschaft. Habt ihr da hauptverantwortlich für einmal eine EM und einmal eine Universiade betreut und da gemerkt, das ist was für mich. Ich fühle mich da wohl, so meine eigene Mannschaft zu formen und zu sehen, wie sie besser wird und dann eben auch bei den Spielen zu coachen und da auch verantwortlich zu sein an der Seitenlinie. Und habe mich da eben ganz gut darauf vorbereiten können, dadurch, dass ich da unter Dirk Baumann auch bei Bayern München oder Nationalmannschaft als Assistent so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe und schlag mich da jetzt in der ersten Saison ganz wacker. Es funktioniert eigentlich ganz gut. Ist das auch der Reiz für dich, dass man halt jetzt selbst die Entscheidungen treffen kann oder auch treffen muss? Unbedingt. Es fängt ja schon in der Saisonvorbereitung, in der Planung des Kaders fängt das ja schon an. Wie groß ist das Budget? Was ist da möglich? Diese Gespräche mit den Agenten, was hat man vor? In welche Richtung soll es gehen? Wie soll die Mannschaft aussehen? Welchen Spielstil willst du zeigen? Wer könnte für dich funktionieren? Welcher Spielstil? Was passt ins Budget? Also da fällt mittlerweile eine Menge an, was du vielleicht vorher als Spieler sowieso nicht und als Co-Trainer so auch nicht erlebt hast. Und das ist schon sehr spannend und macht eine Menge Freude. Wie groß ist denn der Arbeitsunterschied zwischen dem Co-Trainer und dem Cheftrainer-Dasein? Ja, das Schöne am Cheftrainer ist ja, dass man das sieht, was er macht im Regelfall. Ne? Während so der Co-Trainer eher im Verborgenen arbeitet und so ein bisschen bei der Spielvorbereitung und auch Nachbereitung viel am Computer sitzt und schneidet und viel dem Cheftrainer zuarbeitet. Und ich bin eine geborene Rampensau, deswegen fühle ich mich natürlich sehr wohl da an vorderster Front. Wobei wir natürlich auch in der Pro A nicht so tief aufgestellt sind, dass auch viele Sachen, die vielleicht bei Bayern München oder bei Bamberg oder Alba Berlin einer der vielen Co-Trainer macht, die jetzt auch bei mir hängen bleiben, weil wir einfach da relativ abgespeckter an die Sache rangegangen sind dieses Jahr. Das war der Unterschied zwischen dem Co-Trainer-Dasein und dem Trainer-Dasein. Wie immens ist denn der Unterschied zwischen Bayern München und Gießen? Ja, der könnte kaum größer sein. Nein, wir mussten uns da in der Pro A erstmal zurechtfinden, ne? Nachdem Gießen als Traditionsverein da lange in der BBL verbracht hat, die Pro A gar nicht kannte, erstmals abgestiegen, dazu noch finanzielle Schwierigkeiten, sehr abgespecktes Budget. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir es überhaupt schaffen, uns in dieser Pro A, die keine einfache Liga ist, diese zweite Basketballliga in Deutschland, wie man sich da zurechtfinden kann und dass man auf keinen Fall durchgereicht wird. Da schlagen wir uns ganz achtbar. Haben dann relativ schnell auch die Zielsetzung nach oben geschraubt. Als klar war, mit der Mannschaft können wir durchaus mitspielen. Mittlerweile ist das Ziel die Playoffs. Und insgesamt ist das natürlich ein ganz anderes Arbeiten, gar keine Frage, als zum Beispiel bei Bayern München oder bei Alba Berlin, bei einem der Top-Clubs in der BBL. Aber ich bin ja noch jung im Geschäft. Ich bin ja noch voller Tatendrang und Energie. Und das ist genau das Richtige, genau das, was ich brauche. Was für eine Art Trainer ist denn Dennis Wucherer?
Also ich glaube, ich als Spieler hätte gerne unter mir gespielt. Ich bin so ein sogenannter Players Coach. Ne? Also die noch relativ nah am Team sind, bei denen es noch gar nicht so lange her ist, dass sie selbst noch ein bisschen gespielt haben und den Korb getroffen haben. Und so die Spieler einfach auch verstehen und eben nah dran sind und auch ein offenes Ohr haben. Und wenn Not am Mann ist, selbst auch noch mal mitspielen, kann im Training und den zehnten Mann dann eben mimen. Und das passt ganz gut. Ich hatte natürlich auch in meiner Karriere eine Menge Coaches und da habe ich mir natürlich einiges abgeguckt von verschiedenen, vor allem die positiven Dinge, aber eben auch Dinge, das würde ich vielleicht als Coach anders machen. Und bin da, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Habe viel Einfluss, auch zumindest von Dirk Baumann, an dem ich ja jahrelang gespielt habe und auch bei der Nationalmannschaft als Co-Trainer gearbeitet habe. Aber nichtsdestotrotz versuche ich, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich stehe noch am Anfang, aber es funktioniert ganz gut. Du hast eben gesagt, du hättest als Spieler hättest du gerne unter dir trainiert. Wie schwer ist es denn, dich jetzt nicht wieder auch einzuwechseln? Also wirklich zu akzeptieren, okay, ich spiele nicht mehr mit. Ja, es war ja so ein bisschen ein fließender Übergang. Dadurch, dass ich da eben als Co-Trainer unter anderem bei Bayern München jetzt gearbeitet habe, da teilweise auch noch das Trainingsjersey anziehen musste, wenn wir mal Verletzungsprobleme hatten oder eine oder andere krank war und nicht trainieren konnte, damit Coach Baumann da 10 oder 12 Jungs hat und verschiedene Drills eben dann laufen kann. Das war so ein fließender Übergang. Als Co-Trainer ist man noch relativ nah an der Mannschaft, aber noch nicht mehr ganz so wie als Spieler. Und jetzt eben als Head Coach, ich glaube, ich bin relativ nah dran an den Jungs, aber es ist nicht mehr so, dass ich unbedingt mitspielen muss oder mit den Jungs abends noch ein Trinken gehen muss. Da dürfen sie alleine los und ich muss mir irgendwie einen neuen Freundeskreis suchen. So viel erstmal dazu. Wir wollen jetzt aufs Wochenende schauen. Da gab es ein Spiel wieder erfolgreich, wenn auch denkbar knapp. Weiter auf Playoff-Kurs, auch wenn es manchmal hakt. So könnte man die aktuelle Situation bei den 46ers beschreiben. Nur ein knapper Sieg gegen Paderborn, schwächelnd in der Defensive, aber mit Platz 4 weiter im Anflug auf die Aufstiegsrunde der zweiten Liga. Ich mache mir da keine Sorgen, wir sind in einer guten Situation. Wir auf dem vierten Platz waren wir, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Und ich würde sagen, es ist alles gut. Weiter hart arbeiten, bald kommen die Playoffs und dann die Playoffs alles anders, dann kann alles passieren. In der jüngsten Partie gegen den Tabellenelften aus Paderborn kam auch fast schon Playoff-Spannung auf. Krachender Beginn samt Alley-oop-Dunk von Miles Hessen. Doch die Gießener danach fahrlässig in der Defensive. Vor allem Morgan Grimm bekamen sie nur schwer in den Griff. Der US-Amerikaner mit insgesamt 28 Punkten, 12 Rebounds und 3 Dreiern aus 4 Versuchen. 20-29 Rückstand nach einem Viertel, 39-46 zur Halbzeit. Trainer Dennis Wucherer alles andere als begeistert. Immerhin startete sein Team im dritten Viertel die Aufholjagd. Kapitän Yoshiko Saibu mit dem Ausgleich und mit 29 Punkten treffsicherster Spieler auf dem Parkett. Die 46ers eine halbe Minute vor der Schlusssirene mit 3 Punkten in Front. Über 2000 Fans in der Sporthalle Ost aus dem Häuschen. Das Hinspiel war schon ähnlich. Wir sind ein gutes Team, das heiß laufen kann. Haben sie heute wieder gezeigt. Am Ende haben wir ein paar kleine Fehler gemacht. Aber wir sind ein junges Team und es wird passieren. Aber wir haben ordentlich gekämpft heute. Und ich glaube, verdient gewonnen auch. Auch wenn Morgan Grimm, wer sonst, in den Schlusssekunden seine Baskets mit einem Dreier noch in die Verlängerung rettete und den Basketball-Krimi somit perfekt machte. Die 46ers in der Overtime dann mit 88-81 in Front, doch die Paderborner blieben ihnen auf den Fersen. Dann aber das Foul an Yoshiko Saibu, der zumindest einen der folgenden Freiwürfe verwandelt. Am Ende gewinnt Gießen knapp mit 90-87. Nun sind es noch 6 Partien bis zur Meisterschaftsrunde der Pro A. Ich will so viele Siege wie möglich einfahren, um uns in eine gute Position zu bringen, um vielleicht nicht gleich das stärkste Team spielen zu müssen. Und wir haben super viel Potenzial im Team. Wenn wir es ausschöpfen, können wir jeden schlagen. Unter der Woche geht es bereits mit dem nächsten Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten aus Cuxhaven weiter. Dann sollte die Gießener Defensive eigentlich nicht in Bedrängnis geraten. Ja, wie sieht das Fazit des Trainers aus? Ja, Hauptsache gewonnen. es sind nicht mehr so viele Spiele. Wir biegen da auf die Zielgerade Richtung Playoffs ein und da zählt eben jeder Sieg.
Zumal er sehr eng ist, da zwischen Platz 4 und 10, glaube ich, trennen die Mannschaften maximal 2 Siege. Da gilt es zu gewinnen und das haben wir geschafft. Aber insgesamt, das klang ja auch eben ein bisschen raus, hat es vor allem in der Verteidigung ein bisschen gehapert. Die Art und Weise, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, dass das Engagement, dass das eigentlich nötig ist, der Enthusiasmus, die Energie, die wir brauchen. Wir sind ja ein relativ junges Team, um in der Pro A Spiele zu gewinnen, egal gegen wen. Das war nicht wirklich da und deswegen war ich auch dementsprechend sauer in der Halbzeit. Das heißt, da wird es dann auch mal lauter? In diesem speziellen Fall wurde es verdammt laut, so kenne ich mich gar nicht. Aber das war nötig, denn das war nicht gut so. Ne? Wir wollen in die Playoffs, die Jungs haben das große Ziel, in die Playoffs zu kommen. Und wenn man da hin will, und das ist noch ein härterer Weg, weil da eben noch ein paar Spiele gewinnen werden müssten, musst du anders auftauchen. Gerade zu Hause gegen eine Mannschaft, die eher so im unteren Drittel zu Hause ist, da musst du anders agieren, anders zu Werke gehen, sonst machst du dir selbst das Leben schwer. Und das Letzte, was wir brauchen, ist, dass wir uns da ständig in den eigenen Schuh schießen. Ja. Und dann noch mit einer Schrotflinte, die abgesägt ist, so wie jetzt in der ersten Halbzeit. Wir sind nochmal zurückgekommen, das ist gut. Die haben sich dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen berabbelt und noch besser verteidigt. Aber das muss über 40 Minuten gehen, sonst haben wir Probleme, Spiele zu gewinnen. Und deswegen war ich da nicht so richtig zufrieden. Aber wir haben eine Chance, Dienstag im nächsten Spiel das besser zu machen. Jetzt seid ihr auf einem relativ guten Kurs, was die Playoffs angeht. Wenn man jetzt sagen würde, es läuft auch in den Playoffs weiterhin gut, ist denn Aufstieg irgendwo ein Thema oder ist das noch so weit weg, dass noch keiner drüber reden möchte? Es ist schon ein großer Schritt von erstmal nicht absteigen, durchgereicht werden, dann plötzlich vielleicht Playoffs, weil wir da ganz gut in der Liga zurechtkommen und die Mannschaft einigermaßen funktioniert. Jetzt plötzlich an den Aufstieg zu denken, es wäre erstmal ein großer Erfolg, in den Playoffs dabei zu sein. Aber im Sport ist generell alles möglich und auch wir werden dann, wenn es soweit ist und wir tatsächlich bei den Playoffs dabei sein dürfen, bei den besten 8 Mannschaften, dann, wenn es am meisten Spaß macht, werden wir natürlich alles dran setzen, die Jungs eben heiß zu machen, gut vorzubereiten und dann gucken wir mal, wie weit es geht. Ich glaube, Göttingen ist vorne dran, die Mannschaft, die deutlich am stärksten besetzt ist, auch so zusammengestellt ist, dass sie den Weg in die BBL schafft. Das ist auch geplant und ich denke, das werden sie hinbekommen. Wer da als zweiter sportlicher Aufsteiger dann den Weg ins Finale schafft, ich glaube, das ist sehr, sehr offen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das dann allerdings wirtschaftlich auch stemmen können. Nach schwierigen Jahren in Gießen, über die letzten 4-5 Jahre. Das ist dann eine ganz andere Frage, müssen wir uns mal überraschen lassen. Playoffs ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Wie schwer ist es denn mit deinem besonders jungen Team dann in den Playoffs zu bestehen, weil andere Teams schon viel mehr Erfahrung, viel mehr Routine haben, die auch wissen, was es heißt, Playoffs zu spielen? Das ist richtig. Ja. Ich hoffe, dass ich dann von meiner Erfahrung ein bisschen zehren kann. Und ich hab eine Menge Playoff-Serien mitgespielt und meine Erfahrung ist eben die, dass es dann erst anfängt, richtig Spaß zu machen. Da hat man sich qualifiziert, da spielen dann die besten 8 Teams, alle anderen gehen nach Hause oder steigen ab. Das ist ein besonders gutes Gefühl, das macht Spaß und ich glaube, wir werden dann auch von der Saison gelernt haben, denn jedes Spiel für uns ist eminent wichtig. Weil wir so jung sind, bereiten wir die Mannschaft jede Woche auf ein Spiel vor, als wäre es unser letztes, denn wir schaffen es nicht, da nur mit 50% an den Start zu gehen und dann locker mal Spiele nebenher zu gewinnen, sondern wir müssen uns wirklich, wir müssen sehr fokussiert sein und die müssen alle an ihre Grenze gehen, damit wir Spiele gewinnen. Und insofern wird sich da nicht viel ändern in den Playoffs. Spannend ist es natürlich für einen Coach, wenn man dann plötzlich gegen einen anderen Coach arbeitet und da so eine Best-of-Five-Serie plötzlich bis zu 5-mal gegeneinander spielt und dann guckt, inwieweit man da Dinge verändert. Was macht der andere Coach? Was könnte er machen? Was könnte ich machen? Das wird dann für mich auch eine ganz neue Erfahrung, in der Hoffnung, dass es dazu kommt. Mal schauen. Das nächste Spiel steht morgen schon auf dem Programm. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen, machen eine zweite kurze Pause. Gleich geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit. Jetzt geht's weiter mit der Sportshow, präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.
Wir sind zurück in der Sportshow mit den Gießen 46ers und Trainer Dennis Wucher. Morgen das nächste Spiel gegen Cuxhaven, gegen den Vorletzten. Scheint es einfacher, als es ist? Unbedingt, ja. Also die Liga ist, diese Pro-A-Liga ist sehr eng beisammen. Vorne Göttingen, die sind ein bisschen besser als alle anderen. Aber hinten dran ist verdammt eng und gerade für uns ist jedes Spiel verdammt wichtig. Wir sind sehr jung, wir sind sehr unerfahren. Zudem haben wir auch nur 3 Ausländer bei uns im Team. Das heißt, die Deutschen spielen viel. Wir versuchen da auch viel zu entwickeln. Und da kommt Cuxhaven daher, die voll im Abstiegskampf stehen. Bei denen ist 5:12. Dementsprechend verzweifelt spielen sie auch. Und da müssen wir absolut auf der Hut sein, bereit sein, direkt viel zu investieren, um auch so ein Spiel zu gewinnen. Selbstläufer ist das bei weitem nicht. Auf was wird es morgen ankommen? Du kennst ja in der Vorbereitung das andere Team dann auch schon. Auf was wird es ankommen morgen? Cuxhaven hat sehr viele Athleten am Brett. Die sind ein bisschen kleiner, aber springen aus der Halle, lange Arme. Die machen da eine Menge Alarm und da müssen wir gucken, dass wir gerade da gegenhalten, frühzeitig gegenhalten. Wenn man so einer Mannschaft das Gefühl gibt, hier gibt es was zu gewinnen, hier könnten wir eigentlich um den Sieg mitspielen, dann tanken die Selbstvertrauen und ein bisschen Basketball spielen können die alle. Und das darf nicht passieren. Also da müssen wir gucken und das liegt ein bisschen an mir als Coach, die Jungs da vernünftig einzunorden, dass wir von Anfang an richtig Gas geben, nicht so wie zuletzt gegen Paderborn, als in der ersten Halbzeit verteidigungstechnisch wirklich nicht viel los war und nicht viel richtig gemacht wurde. Das müssen wir besser machen, sonst wird das richtig lang der Abend. Das wollen wir nicht hoffen, dass es wieder in Verlängerung geht oder so. Du hast nächstes Jahr auch noch Vertrag. Das heißt, du bist noch länger hier in Gießen. In deinen Augen, wie sieht die Zukunft hier aus? Oder wie stellst du dir das vor? Ich glaube, Gießen ist auf einem guten Weg. Also die Idee war, im ersten Jahr uns zu etablieren, um dann irgendwann eben wieder dahin zu schielen, wo der Gießener an sich, der Verein, der Club sich auch sieht, nämlich in der BBL. Denn da kennt man sich aus und da hat man 45, 46 Jahre lang verbracht. Und da wollen wir natürlich mit aller Macht wieder hin, ne? Sofern das die wirtschaftliche Seite zulässt. Aber da ist das Feedback der Geschäftsführung sehr gut, dass Gießen wieder Lust auf Basketball hat, dass das, was wir da tun, das, was ich als Coach da mit den Jungs veranstalte, dass das ankommt, dass da Leute wieder Lust haben zu investieren, was vielleicht in den letzten Jahren nicht unbedingt der Fall war. Und sobald es die finanziellen Möglichkeiten zulassen, werden wir natürlich versuchen, mit einem bisschen höherem Budget wieder eine Mannschaft zusammenzustellen, die noch besser ist, mit der man dann eventuell auch den Aufstieg wieder anpeilen kann. Aber sowas braucht in der Regel ein bisschen Zeit. So ein Aufstieg, den kann man nicht unbedingt planen. Das braucht 1-2 Jahre noch. Aber ich glaube, wir sind gut aufgestellt, um dann mittelfristig wieder in der BBL zu spielen. Das ist doch das perfekte Abschlusswort. Danke dir für den Studiobesuch. Wünsche viel Erfolg in der restlichen Saison und natürlich kurz gedacht erstmal für das Spiel morgen. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns. Wir sehen uns wieder nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine sportliche Woche. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Show wurde Ihnen präsentiert von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Alle fahren mit.